Und herzlich willkommen. Eik ist schon mit gestrecktem Galopp und ausgestreckter Lanze voraus und wir folgen ihm und wollen diesem flammenden Wesen einheizen. Renard! Rief Mewe. Die Männer sollen sich die Kleider gegen das Feuer tränken. Wenn sie fertig sind, greifen wir an. Wenn wir uns nicht beeilen, wird von Eik nicht viel übrig bleiben. Majestät, gewöhnliche Soldaten gegen einen Drachen? Ich weiß, aber wir müssen versuchen, ihnen zu helfen. Renard gab den Befehl weiter. Mewe wendete sich Gabor zu. Hat der Drache eine Schwachstelle? Leider nicht, sagte der Zwerg ernst. Nur eine Schwäche für rohes Fleisch. Mewe nickte und schluckte trocken. Trotz der Kälte traf ihr der Schweiß von der Stirn. Mewe überwand ihre Angst und gab den Angriffsbefehl. Ihre Männer ritten in das brennende Dorf. Aus der Nähe sah Keltulis noch schrecklicher aus. Riesig und doch schockierend flink wie eine Echse, die über Wüstensand huscht. Mit einem prachten Streich brach er drei Zwergen den Hals, einen vierten biss er einfach in zwei. Danach wendete er seine Aufmerksamkeit den Lyriern zu. Mehr von euch? Er grinste ein grässliches, blutiges Grinsen. Gut. Okay, so kann man auch wieder warm werden. Der Zorn Keltulis. Bevor Mewe in Markham eintraf, hatte sie sich Drachen nur auf Basis von Zierat und Bardengesängen vorstellen können. Jetzt würde sie einen leibhaftigen Drachen begegnen und ihn erschlagen. Bei der Aussicht wurde ihr blümerant. Wie sollte sie eine Kreatur mit stahlharten Schuppen besiegen, die auch noch ausgesucht heißes Feuer spuckte? Töte Keltulis. Wir kämpfen mit Sonderregeln in einem verkürzten, einründigen Kampf. Und ich denke, wir können uns da Eikes Fähigkeiten zugute machen, dass er nämlich Schaden in Höhe seiner Stärke erbringt, wenn er gegen Monster kämpft. So, eventuell brauchen wir die Dimeterium-Bombe, aber das schauen wir später. Feuer, das ist auch irgendwie mit Spatzen und so. Wir haben viele zum Verschieben, das ist gut. Karten nachziehen ist gut. Eik, das ist perfekt. Eine zum Karten nachziehen. Ich hätte gerne noch eine. Hinter mir! Zusammenbleiben! So, und 60 Kampfstärke hat Keltulis. Generiere jeden Zug. Zu Beginn des Zugs Feuer auf der gegnerischen Seite. Verschiebe diese Einheit nach 3 Zügen auf die gegnerische Seite und füge dort allen Einheiten einen Schaden zu. Das ist gut. Das ist gut. Zumindest für Eiks Wut. Genau, sobald eine verbündete Einheit nämlich geschädigt wird, wird er um einen gestärkt. Wir haben jetzt bereits schon viele Einheiten auf dem Feld und werden gucken, dass das noch mehr werden. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge. So, da hilft uns nämlich der Streitwagen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Mit seinen ganzen Infanteristen ungemein. So, Mewe kann er nicht jetzt schon mal austeilen hier. Die Bogenschützen schießen auch. So, das hat einen Drachen getötet. Geht richtig das voran ist hier. Machbar. So, wunderbar. Dann lassen wir die nochmal bewegen, denn irgendwo im Deck ist Gascon. Vielleicht kriegen wir ihn noch auf die Hand. In einer Runde ein Schaden. Das ist natürlich zu vernachlässigen. Deswegen, ups, nehme ich den Schmied. Wir wollen den Pfadfinder spielen, hoffen, dass wir verfluchte Verräter unseren lieben Gascon ziehen. Ah, die Fußsoldaten können eigentlich auch mal ihr Glück probieren. Ich könnte ein Bier vertragen. Gabor, das ist nicht schlecht, aber leider ohne seine Fähigkeiten. Du hast mich nicht gesehen. Und den Alchemisten. Na gut. So, Eik ist bereits auf 20, auf 27. Hoheit! Wir haben Verluste! Ach Mist! Der verfällt in Raserei! Achtung! Okay. Und jetzt zwinge jeden Zug zu Beginn des Zugs 2 benachbarte Einheiten, sich mit dieser Einheit zu duellieren. Nach 3 Zügen kommt sie in die Nahkampfreihe. Okay, und das ist, denke ich, dann der Moment, wenn wir zuschlagen wollen. Warum hat er eigentlich schon wieder 52? Nee, das war so richtig, ne? Okay. Kurz habe ich überlegt, ob er irgendwie sich heilen konnte. Mit den Streunerschleuderern müsste man echt mal aufpassen.
Wie kann ich dir helfen? Wir können erstmal das nutzen, um die Arbaleste von ihm zu evakuieren. Gabor darf, denke ich, bleiben. So. Ihn verschieben wir nochmal, ihn auch. Im Zweifelsfall ist das alles nochmal Sachen, mit denen wir Ike stärker machen. Wenn es natürlich auch Schaden am eigenen Volk ist. So, Gabor hat sich mit ihm duelliert. Ist theoretisch draufgegangen, aber ist wohl nur irgendwo in der Ecke gelandet und wird sich wieder aufrappeln. Passen wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen aus unserem Streitwagen dann mal einen Bären machen. So, das nächste Duell. 37. Und jetzt ist Ike stark genug. Der Wurm ist geschwächt. Doch Vorsicht! Er wird jedem Schlag mit rasendem Zorn begegnen. Das wird er sicherlich, aber darum kannst du ihn ja mit einem beherzten Angriff töten. So. Dann... Ich fürchte mich nicht. Angriff. Und die Lanze mitten in die Brust und das Herz des Drachen. Sehr schön. Ah, gegen Monster ist Ike eine wahre Freude. An diesem Tag starben viele Lyrier am verzehrenden Feuer oder an den scharfen Krallen des Drachen. Doch ihr Opfer war nicht vergebens. Gemeinsam mit den Zwergen konnten sie Keltolis schwer verwunden und zwingen zu fliehen. Das Gebrüll des angeschlagenen Drachen donnerte durch das Tal. Aber leider auch nur verwunden. Hätte mich auch gewundert, wenn wir den Jahrhunderte währenden Konflikt ein für alle Mal beenden können. Recht so, Brüll, du miese Schlange. Hättest uns nicht angreifen sollen, verdammte Echse. Mewe, das ist Wawrinek, ältester der Fährings. Meinen Gruß und mein Beileid. Oh, wärt ihr nicht gewesen, stünde hier kein Stein mehr auf dem anderen. Um ehrlich zu sein, als es hieß, eine Menschenkönigin käme hilfesuchend nach Maha kam, sagte ich, dass mir eher ein Krokus aus dem Hintern wächst, als dass ich zustimme. Jetzt habe ich Angst, mir in die Hose zu sehen. Ich habe es mir überlegt. Nach dem, was ihr heute für uns getan habt, sind euch Hilfe und ewige Dankbarkeit aller Ferengs sicher. Ist das das allgemeine Ferengwappen oder das allgemeine Zwergenwappen? Zwei gekreuzte Hämmer haben wir auch schon auf einigen Briefen gesehen, die wir fanden. Danke. Angesichts der Bedrohung durch Nilfgaard bedeutet uns das sehr viel. Vergebt, dass ich diese rührende Verbrüderungsszene zwischen den Völkern störe, aber Wawrinek, du willst Schieß, was ist passiert? Warum hat Keltolis angegriffen? Okay, es ist auf definitiv das Zwergenzeichen gewesen, denn Gabo hat hier seine Pfeife, weiß ich nicht, auf Weidenzaun oder Holzschild. Das weiß ich so gut wie du, gar nicht. Er flog einfach auf und fing an, Feuer zu spucken. Im Nu brannte die halbe Stadt. Verdammte Kacke! Nach 300 Jahren guter Nachbarschaft! Wir müssen an die Zukunft denken. Der Drache wird sich jetzt erholen. Wir müssen ihm den Rest geben, bevor er wieder stark ist. Also haben wir nicht viel Zeit. Er heilt schnell wie ein Alchemistenhündchen. Und die nächsten Wachen sind Meilen entfernt. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht, ja. Majestät. Ja, sprich dich aus. Das ist wohl ein Witz. Ich weiß, ihr seid geschafft und wollt keine Verluste mehr, aber bedenkt, dass dieses Vieh auf einem Berg von Gold und Juwelen sitzt. Der natürlich Bruva gehört, aber wenn eine kleine Summe verschwende, er würde es nicht merken. So, so. Ja, mein Gott, Ike zuliebe, wir bringen das Ganze zu Ende. Gut, das ändert meine Berechnungen. Außerdem ist der Drache schwer verwundet. Er hat geblutet wie ein angestochenes Schwein. Er braucht nur noch den Gnadenstoß. Ach, gut, ich werde es tun. Ich wusste, ihr versteht. Ei, Wawrinek, Wawrinek. Diese Dame macht aus deinem Hintern noch einen Krokusgarten. Ja, die Königin erweist uns große Dienste, die uns allen nützen. Also, wo ist Keltolis Lager? Nördlich, in einer Höhle. Ihr könnt sie nicht verfehlen.
Mewe verabschiedete sich von Wawrinek und brach auf. Ob sie den Drachenschatz fand? Psst, wir wollen nicht vorgreifen. Ah, ja. Na, dann sind wir ja mal gespannt. Das tut weh. Ein bisschen pusten. Ja, genau. Puste mal auf Brandwunden. Trau keinem Reptil, sonst versenkst du dir den Hintern. Braun, rot, golden. Drachen sind alle gleich. Halt, ich komme mit. Der schuppige Bastard wird vermöbelt, dass ihm das Feuer aus dem Arsch kommt. Ja, so ist richtig. Schließ dich nur an. Schade, dass sie hier sich nicht die... Dass hier kein... Also, schade. Eigentlich gut, aber... Kein Zwerg mit versenktem Bart. Das wäre ja nochmal was gewesen hier. Ah, ich sehe nochmal Holz. Und da oben haben wir noch irgendeinen interessanten Ort. Ist das schon? Ja, das wäre es natürlich. Wenn wir ihm direkt hier nachsetzen können. Und ihm den Gar ausmachen. Kann das echt schon seine Höhle sein? Ach ja, naja. Bisschen guter Segen ist schon nicht verkehrt. Keltulis Lager, tatsächlich. Na gut. Keltulis Lager war wirklich nicht zu verfehlen. Schließlich war es riesig. Es musste ja ein Drache hineinpassen. Der Eingang, ein enormes schwarzes Dreieck in der Schneedecke, war weithin sichtbar. Und der Gestank besagte, dass der Drache anwesend war. Es roch nach Schwefel und Blut. Also dann, sagte Gascon. Bereit, legendäre Drachenschlechterin in Spee? Ja, laber nur, natürlich. Prahle erst, wenn du heimreitest, sagte mein Vater oft. Mewe saß ab. Vor allem, wenn du auf Drachenjagd bist. Verwundet mag er sein, aber eine Feuergabe und wir sind Leichen statt Legenden. Sparen wir uns lieber alle Heldenambitionen. Die Lyrier schlichen in die Höhle. Sie gingen einzeln mit erhobenem Schild unter Beobachtung der Fledermäuse, die von der Decke hingen. Keltulis lag zusammengerollt auf einem Bett aus Gold und Edelsteinen, das er langsam rot färbte. Mewe sah, wie mühsam er den Kopf hob und wusste, dass er keine Gefahr mehr war. Oh, wir machen jetzt aber keinen Handel hier. Soll das Schwert jetzt die Arbeit des Gifts vollenden? Krächzte das Monster. Gut, dann bitte. Keltulis drehte ihr seinen Bauch zu und wartete ruhig auf den tödlichen Hieb. Und was für Gift? Halt! Mewe senkte das Schwert. Was denn für ein Gift? Keltulis lachte und hielt sich die blutende Seite. Sie haben also nichts gesagt. Miese Lilliputaner. Hey da, hüte deine Zunge! Schrie Gabor. Außerdem weiß ich von nichts. Keltulis bedachte die Lyrier mit einem misstrauischen Blick aus seinen Schlangenaugen und berichtete. Die Karawane, die Mewe getroffen hatte, war mit einer besonderen Fracht unterwegs gewesen. Das Fleisch für Keltulis war diesmal in eine Giftbrühe eingelegt. Als der Drache sich vergiftet und in Schmerzen wand, waren die Ferengs gekommen und hatten sein Gelege zerstört. Wenn ich dich recht verstehe, unterbrach Mewe. Bist du weiblich? Genau, wie du. Die Augen der Lyrier richteten sich auf Gabor. Schaut nicht so. Wir haben ihm... ihr... nicht unter den Schwanz geguckt. Ich meine... warf Renard ein. Die Enthüllung von Keltulis Geschlecht ist faszinierend. Aber ich möchte lieber wissen, was die Ferengs zu so einer Schandtat getrieben hat. Nicht schwer zu erraten, sagte Mewe. Sie hatten Angst, dass der Drache mit seinen Jungen bald mehr Tribut verlangt. So haben sie vorsorglich zugeschlagen. Das ist weise und edel, schrie Eik. Das Böse muss man an der Wurzel packen. Zum Unglück der Ferengs war die Giftdosis zu gering. Der Drache, wutentbrannt beim Anblick seiner zerbrochenen Eier, nahm all seine Kraft zusammen und flog zur nächsten Stadt. Mewe sah selbst, was dann geschah,
Und nun lag es an ihr zu entscheiden, wie diese Geschichte endete. Der Drache hatte Dutzende, wenn nicht Hunderte getötet. Doch hatte ihn erst die Grausamkeit der Zwerge dazu getrieben. Verdiente er daher den Tod oder Mitleid? Blech. Der Henker möchte ich eigentlich überhaupt nicht sein. Wir werden den Drachen aber töten, denn wir brauchen den Beistand der Zwerge. Und das böse Blut, was hier langsam heranwächst, kann eigentlich zu nichts Gutem führen. Ich fühle deinen Schmerz, sagte Mewe. Aber nichts rechtfertigt ein solches Massaker. Nichts? Gott, was hättest du an meiner Stelle getan? Fauchte der Drache. Einen Beschwerdebrief an den ältesten Hoog verfasst? Sie haben meine Kinder ermordet! Ich hätte dasselbe getan, erwiderte die Königin, ohne auch nur zu zögern. Ich hätte Rache geübt, mit dem Wissen bestraft zu werden. Das Monster sah Mewe lange in die Augen und senkte dann den Kopf. Ich habe keine Kraft mehr zu kämpfen und keinen Grund. Tu, was du für richtig hältst. Himmel, Herrgott. Jetzt ziehen wir es auch durch. Mewe hob das Schwert und hieb den schuppigen Bauch mit enormer Kraft in zwei. Das Monster stieß einen langen Schrei aus. Sein Schwanz peitschte Juwelen in alle Richtungen. Dann lag der Drache still. Keltolis, der letzte rote Drache zwischen dem großen Meer und dem Ödnisgebirge, war tot. Eine seltsame Stille folgte. Niemand jubelte oder applaudierte. Nur Eik flüsterte ein Dankesgebet. Das war... Gascon brach die Stille zuerst. Nicht gerade episch. Was hast du erwartet? Fragte Gabor irritiert. Fanfaren und Feuerwerk? Sollte der Berg beben? Er ist gestorben wie jede Kreatur. Majestät, ich bin sicher, sagte Renard, dass die Poeten diesen Moment entsprechend würdigen werden. Ja, gewiss, antwortete die Königin und steckte ihr Schwert weg. Sie sind ja Lügner. Und wir haben Keltulis Trophäe. Die Königin ließ einen Teil des Drachenschatzes einpacken. Wenig genug, um den Zorn Bruder Hoogs nicht zu beschwören, aber ausreichend, um die Verluste der Lyria auszugleichen. Und so erwarb Mewe den Titel der Drachenschlechterin. Obwohl sie das selten erwähnte. Unschön. Sehr, sehr unschön. Und ich weiß auch gar nicht, es hat ja wahrscheinlich auch nicht nur die Ferengs getroffen, sondern auch noch andere. Mal gucken, wie sich die Lage für die Ferengs entwickelt. Falls Bruder Hoog die ganze Wahrheit erfährt, und das würde ich wünschen, dann vielleicht geht es gar nicht mal so rosig für den Clan aus. So. Wir fanden nochmal einen Brief mit Ideen, Weitspee, eine Linse, durch die Objekte weiter entfernt scheinen. Das macht nicht so viel, okay. Knolloskop, ein unterirdisches Periskop für den Kartoffelanbau. Doppelpeaks, eine beidseitige Gabel. Ferropodanix, Schneeschuhe für Pferdehufe, auch als Schläger verwendbar. Gakalika, Stiefelchen für Hühner. Lumiwurz, eine von leuchtenden Wurzelknollen betriebene Lampe. Naja, gut. Das liest sich ja schon eher wie gnomischer Irrsinn. Aber irgendeiner unter den Zwergen fühlt sich hier wohl zum Erfinder berufen. Und wir sind an der Trunkenklippe. Ich sehe auch ein Fass. Kniff die Augen zusammen. Am Rande des Abgrunds hatten sich mehrere Dutzend Zwerge versammelt. Alle blickten zu einer Rampe, auf der ein Fass stand. Was ist das für eine Versammlung? Fragte Mewe. Ist heute Feiertag? Nein, sprach Gabor grimmig. Eine Hinrichtung. Aus dem Fass ragte ein haariger Kopf. Die lange, spitze Nase und die abstehenden Ohren deuteten zweifellos auf einen Gnom hin.
Den ersten, den Mewe je gesehen hatte. Hilfe! Helft mir! Schrie der Gnom. Sie wollen mich umbringen, in den Tod stürzen! Halt den Rand! Bellte der Zwerg neben ihm, stopfte den Gnom im nächsten Moment ins Fass und verschloss es mit einem Deckel. Deine Verbrechen, ihr ganzes Gewicht! Da passt keine mildere Strafe. Die anderen Zwerge nickten zustimmend. Zwei von ihnen packten das Fass, legten es auf die Seite und hoben es hoch, um es trotz des Hämmerns darin in den Abgrund zu werfen. Da hatten wir doch den richtigen Riecher. Das schien der Erfinderzettel eines Gnomes zu sein. Wir mischen uns da mal ein. Mewe sprang vom Pferd, ignorierte Gabors Protest und kletterte die Rampe hinauf. Heda, du darfst nicht... Hilf, verdammt nochmal! Was machst du da? Ist das nicht klar? Die Hinrichtung verhindern! Oh, den Göttern sei Dank! Oh, Weibsbild, dazu hast du kein Recht! Das Urteil wurde längst gesprochen! Ja, und es ist ein grausames Urteil. Eines, bei dem ich mich frage, was der Angeklagte verbrochen hat. Ha! Die Frage ist eher, was dieser Wurm nicht getan hat. Er ist hier mit seinem Krämerwagen voller Krimskrams aufgekreuzt, ist von Haus zu Haus gezogen und hat seinen Müll über den grünen Klee gelobt. Und was hat er uns angedreht? Gnomisches Spielzeug, nehme ich an. Bomben, die in der Hand hochgehen. Bartwuchstinkturen, die den Bart in Brand stecken. Musikkästchen für Kinder, die nicht aufhören, wenn sie erstmal aufspielen. Ja, das klingt nach gnomischer Bastelei. Ihr hättet einfach die Schraube hinten lösen müssen und dann... Schnauze da! Es ist doch egal. Wir hätten es ihm nachgesehen, wenn er nicht unsere heiligen Regeln und Bräuche gebrochen hätte. Und welche, wenn ich fragen darf? In der Schmiede die Mütze aufbehalten? Nägel in den Mund gesteckt? Fruchtsirup ins Bier gekippt? Himbeere! Pfui! Nur einmal und nur ein paar Tropfen! Es gibt keine Entschuldigung für deine Verbrechen, Schuft! Und schlimmer noch, er hat sich das Schlimmste für den Schluss aufgehoben. Er war in einer Mine und hat gepfiffen! Ja, das rechtfertigt auf jeden Fall Hinrichtung durch Fassrollen. Das ist übel. Das geht wirklich nicht. Ja, das hat er gemacht. Gepfiffen. Durch die Zähne. Und dazu gesummt. Richtig geträllert. Wir haben es oben und unten im Schacht gehört. Und unsere Vorväter haben vor langer Zeit festgelegt, dafür gibt es die Todesstrafe. Tod durch Fassrollen. Jo. Wir gucken mal, Zwerge, da kann man vielleicht dann doch die Freiheit durch Gold erkaufen. Euer Land, eure Gesetze. Darüber werde ich nicht mit euch streiten. Gibt es eine andere Lösung? Eine Bürgschaft vielleicht? Das Gesetz lässt sowas ja zu. Aber keine Ahnung, ob es der Kerl hier auch wert ist. Oh, klar, das ist er, das ist er! Barnabas, mit dem Alchemie-Tinktur-Fläschchen hier? Ich werde ihn beim Wort nehmen. Reicht euch das? Ja, aber nur, dass das klar ist. Keine Rückgabe, kein Geld zurück. Und jetzt raus aus dem Fass, du kleiner Scheißer! So, wie sieht er denn aus? Ach, wie kann ich euch das je vergelten? Du gute Güte. Heieiei. Na, der hat aber... ganz toll eingedeckt beim Ausstaffierer für Gesichter. Alter Schwede. Darüber müssen wir noch reden. Vielleicht sollten wir uns erst einander vorstellen. Ja, natürlich. Ich Depp. Barnabas. Barnabas Beckenbauer. Für meine Freunde, Bibi. Also gut. Mewi. Ein Scherz. Mewe. Königin von Lyrien und Rivien. Eine Königin? Verdammt, ich fühle mich geehrt. Eure Hoheit, ich verneige mich. Nicht nötig. Benimmregeln sind nur für den Hof. Du bezeichnest dich als Erfinder, habe ich richtig gehört?
Mit völliger Gewissheit. Nur verkennen die Zwerge meine Genialität. Ich scheine meiner Zeit weit voraus zu sein. Sicherlich. Mewe kommt bloß nicht auf die Idee, seine Erfindungen für unsere Armee einzusetzen. Das wird wahrscheinlich auch nach hinten losgehen. Feurige Explosionen auf der Handfläche. Du glaubst, die werden eines Tages in Mode kommen? Oh nein, das war nur ein Missgeschick. Mehr nicht. Ich habe Knallquecksilber mit Schwefel verwechselt. Die Flaschen standen nebeneinander und... Ich brauche keine Einzelheiten. Aber eine Sache interessiert mich. Kannst du eine Bombe erschaffen, die kontrolliert explodiert? Zum Beispiel, wenn meine Feinde über sie laufen? Aber natürlich, ganz einfach. Nun denn, willst du dich erkenntlich zeigen? Dann schließ dich uns an und hilf mir, Nilfgaard zu besiegen. Nilfgaard besiegen? Das ist ehrgeizig. Aber ohne euch läge ich mit gebrochenen Knochen in einem Fass am Boden einer Schlucht. Ich tue, was ihr befehlt, um meine Schuld zu begleichen. Und wir haben Barnabas Beckenbauer, den guten Bibi, erhalten. Aye. Und damit trat zum ersten Mal in der Geschichte Lyriens ein Gnom der Armee bei. Und obgleich es Barnabas Beckenbauer an Größe mangelte, bewies er doch seinen Wert. Und das nicht nur einmal. Da schauen wir doch mal, was wir uns damit eingebrockt haben. Und ob uns Bibi nicht viel mehr in die Scheiße reitet. Naja, für jetzt haben wir es erstmal und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Rockstar.